Seit ein paar Wochen endlich mal wieder die Weekend League gespielt und dann gleich mal Messi in Form als rechter Flügel im Team der Woche. Wir schauen uns heute mal die Weekend League Belohnungen und die Division Rivals Belohnungen wieder an und hoffen natürlich auf roten Messi. Ich würde sagen, wir labern auch nicht mehr lange rum. Let's go! Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zu meinem Rewards-Video am Donnerstag. Division Rivals Weekend League Belohnungen stehen heute wieder an. Und bevor wir da reingehen, schauen wir uns nochmal ganz kurz das aktuelle Team der Woche an, wo wirklich ein paar ganz gute Spieler dabei sind, aber auch sehr, sehr viele, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Und ja, wir gehen einfach mal kurz die guten Spieler durch, würde ich sagen. Da haben wir einmal den Zaha auf der Bank, der ist, denke ich, ganz ordentlich. Genauso wie Deulofeu, der auch sehr, sehr gut ist eigentlich von den Werten her. Ansonsten gibt es auf der Reservebank eigentlich niemanden, den man unbedingt haben will als Roten in Form. Ja, wir haben in der Startelf einmal Subasic mit 85, ist denke ich in Ordnung. Dieser Itzo hier, der hat auch ganz gute Werte eigentlich für einen Innenverteidiger. Ist zwar ein bisschen klein, aber 77 Tempo, 85 Verteidigung ist mehr als ordentlich. Dann haben wir Tarkowski, immer gut einen Premier League Spieler mit hohem Rating zu haben für verschiedene SBCs. Können wir den definitiv auch gebrauchen. Dann haben wir Antonio als Rechtmittelfeldspieler, auch eine ganz gute Karte. Marco Verratti, auch eine ganz geile Karte, aber jetzt auch nichts Überragendes, muss man wirklich sagen. Kann man durchaus spielen, aber seine Scream-Karte ist da schon nochmal ein Stück weit besser. Dann haben wir den Spieler, den ich unbedingt haben möchte, nämlich natürlich Javi Martinez, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, wenn wir den bekommen würden. Würde ich mich riesig, riesig freuen. Und ja, das ist auf jeden Fall einer von beiden, den ich unbedingt haben möchte. Der andere, den ich unbedingt haben möchte, ist natürlich Lionel Messi, 97er, rechter Flügel. Sehr, sehr geile Karte, 95 Schuss, 99 Dribbling, mega, mega krass. Also wenn wir den bekommen, dann ja, weiß ich nicht, was ich machen werde. Ja, ansonsten haben wir noch Sancho, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, weil ich ja seinen Player of the Month habe. Suso haben wir am Start. Ah ne, Sam Castillejo ist das, nicht Suso. 85, auch ganz gute Werte. Und Jovic, der auch eine sehr, sehr geile Karte hat, muss man wirklich sagen. Kommt schon sehr, sehr nah ran an seinen Future Star, also eine richtig kranke Karte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den Packs. So, wir starten rein mit Division Rivals, holen wir uns das Ganze mal ab. Ich habe ja letzte Woche natürlich wieder die Weekend League gespielt, von daher auch ein bisschen ein besserer Rang wieder. Müsste Rang 3 sein in Division 3, 50k Pack, seltene Gold Pack. Das ist das, was ich nehmen werde, die Trade Will Variante. Mal gucken, ob wir dort was rausbekommen. 50k Pack sollte ja nicht so schlecht sein. Dazu, ja, das 25k Set nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir direkt rein in die Weekend League Belohnungen. Ich habe bis Gold 3 gespielt. Hatte ja letzte Woche im Stream die Weekend League mit der Bayern-Mannschaft gespielt und habe dann die Weekend League an sich noch fertig gespielt mit einem anderen Team. Auf oder bis Gold 3, sage ich mal, habe ich gespielt. Hätte durchaus noch Gold 2 oder vielleicht sogar Gold 1 schaffen können, aber ich habe es bei Gold 3 dann einfach beruhen lassen. Mega-Pack, 2 Stück, 1 seltene Spieler-Pack, 30.000 Münzen und 2 Spielerwahlobjekte. Und die schauen wir uns auch gleich mal an, würde ich sagen. Und ja, jetzt geht es hier um die Wurst, würde ich sagen. Wir haben 2 Picks, 2x 3 Spieler zur Auswahl. Ich hoffe natürlich auf Messi oder auch Javi Martinez. Das sind die beiden, die ich haben möchte. Erster Pick geht auf, komm schon. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Alles klar, Palois, Bully und den anderen brauchen wir absolut nicht. Ja, sehr, sehr enttäuschend. Zweiter Pick, hoffentlich ein bisschen besser, komm schon. Ja, gut, immerhin. Itzo habe ich ja gesagt, der wäre ganz okay. Dieser Mena hat eigentlich auch nicht schlechte Werte, aber ja, wir nehmen Itzo mit. 84er ist in Ordnung. Aber ja, da hätte ich mir durchaus was Besseres versprochen. Aber gut, die roten Player-Picks waren schon seit Wochen oder seit Monaten eigentlich nicht mehr wirklich gut bei mir. Dann kommen wir auch direkt zu den Packs, würde ich sagen. So, kommen wir zu den Packs. Wir starten rein mit dem seltene Gold Pack. 25k Set Abfahrt. Mal schauen. Ich hätte gerne mal wieder einen Walkout. Ist schon etwas länger her, dass da mal ein Spieler rausgelaufen ist. Erstes Pack dürfte Sabitzer sein. Genau so ist es. 81er Rating ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Wir brauchen natürlich auch wieder ein paar Spieler für unseren Verein, damit der mal wieder ein bisschen voller wird. Ist aktuell relativ leer.
Ich versuche aktuell auch ein bisschen wieder Spieler einzukaufen. Und jetzt haben wir noch 2 Megapacks und 2 50k-Sets. Komm schon, machen wir erstmal die 2 Megapacks auf. Bitte, bitte mal wieder ein Walkout. Wäre sehr, sehr geil. Kriegen wir zumindest mal eine Leinwand hier. Das dürfte Sokratis sein. Alles klar, Sokratis. Manolas wäre noch ein Stück weit besser gewesen. Mit 85 Rating, aber Sokratis, wobei hat Manolas hat, glaube ich, ja, Manolas hat 85. Sokratis geht in Ordnung. Dazu noch Gimenez im Pack. Sehr, sehr gutes Pack eigentlich. 284er. Aber beide lasse ich mal hier im Verein drin. Und Rest stoßen wir ab. Haben wir wieder 284er aufgefüllt. Ist in Ordnung für ein 35k-Set. Zweites, komm schon. Mal gucken, ob es so weitergeht oder ob wir jetzt hier mal keine Leinwand bekommen. Ja, war klar, keine Leinwand. In dem, dass wir Jardel von Benfica Lissabon 82er Rating. Mal gucken, was noch dahinter ist. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Darius Sirna, der jetzt wieder im Spiel ist. Arias Upgrade. Und das war's dann auch schon. Hau mal weg das Zeug und dann kommen wir zu den beiden 50k-Sets noch zum Abschluss. Hier wäre es natürlich geil, einen Walkout zu bekommen. Aber es wird schwierig, denke ich mal. Kein Walkout in dem auf jeden Fall. Wenigstens mal eine Spezialkarte in Form oder irgendwas. Auch nicht. Finnland, Torwart, das ist Radetzky. Mit einer 84, alles klar, 84er. Ja, ihr wisst Bescheid, typisches SBC-Futter. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Pickford ist noch am Start. Caligiuri und ansonsten auch nicht wirklich was Besonderes. Können wir weghauen und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack, dem letzten 50k-Set. Komm schon, nochmal alle Kräfte bündeln. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mir hier Glück wünscht für das letzte 50k-Pack. Und dann machen wir es auf. Und ja, da ist der Walkout. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keine Icon leider. In Form Walkout. England, Innenverteidiger, das ist Tarkowski. Das ist in Ordnung. Javi Martinez wäre mir deutlich lieber gewesen, muss ich sagen. Aber Tarkowski geht in Ordnung. Der dürfte sogar ordentlich was wert sein eigentlich. Ich weiß nicht, aktuell gibt es ja keinen Premier League Player of the Month. Aber der könnte trotzdem ordentlich was wert sein. Und der ist auch 37.000, 38.000 wert. Was sehr, sehr ordentlich ist. Von daher nehmen wir den erstmal mit in den Verein. Dann bin ich dann trotzdem noch relativ zufrieden, muss ich sagen. Also es hätte schlechter laufen können. Dadurch, dass wir jetzt noch den Inform gezogen haben, geht es auf jeden Fall klar. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Wenn ihr den roten Messi gezogen habt, könnt ihr mir auch gerne auf Insta oder auf Twitter den Link bzw. das Bild schicken. Würde mich auf jeden Fall mal sehr, sehr freuen, von euch da ein bisschen was zu sehen. Und ja, ansonsten für heute gewesen seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Euer Jules, haut rein. It's so difficult.